Der moderne Mensch hat ein Problem. Wir glauben, als abgeschlossenes System uns nicht von Mobilfunkstrahlung oder gar kosmischer Strahlung beeinflusst zu sehen. Ganz anders ist es in Realität. So zeigen viele Forschungsarbeiten, unter anderem von Bernd Fuchs und individuelle Forschungsarbeiten von mir und Moritz, die auch die Erfahrungswerte jetzt mittlerweile gesammelt haben, um zu sagen können, das System TerraPro ist für uns als Grundlage, als solide Grundlage, die Grundvoraussetzung, die Basis, um darauf Gesundheit zu erschaffen. Erstmal vielen Dank für unseren Studiogast Bernd Fuchs. Schön, dass du da bist, Moritz. Ja, ist mir wieder eine Freude. Wir stellen euch ein System vor, das viele von euch vielleicht schon mal gehört haben, namens TerraPro. Ich werde die letzten Sendungen mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr einen Einblick dafür bekommt, was TerraPro eigentlich ist und dann den Experten individuell befragen zu den Fragen, die von euch jetzt kamen. Ja, wir haben immer mehr Fragen jetzt zu TerraPro. Wie funktioniert das System? Was sind die Effekte, die man gesundheitlich merkt? Und was sind die gesundheitlichen Impulse, die ich mir von TerraPro versprechen kann? Darauf werden wir heute eingehen. Wir haben Erfahrungsbericht gesammelt, also sehr viel über Emotional, über das Emotionale, über die Gefühle von dem sprechen, was TerraPro in uns auslösen kann. Ich fange mal ganz vorne an. Wir haben mit TerraPro ein Schlafsystem, was uns kapazitiv erdet. Was das genau bedeutet, wird uns der Experte später genau ausführen. Fakt ist, wir werden an die Urfelder, an die natürlichen Felder angeschlossen. Wir werden mit unserer Blaupause synchronisiert und wir werden quasi geerdet und somit auch vor elektromagnetischer Strahlung geschützt in einem Schutzkokon und wieder rückverbunden an die Natur. Wir haben dieses Schlafsystem schon in mehreren Teilen genauer besprochen. Vor allem sind wir auf die Studien eingegangen, die einfach ganz klar belegen, es handelt sich hier nicht um Esoterik, Spiritualität oder irgendwelche Energiesysteme, die nicht messbar Effekte erzeugen, sondern ganz klar um ein System, was hier in Studien, die er eigens finanziert hat, aber die auch wirklich mit zahlreichen Menschen durchgeführt werden, ganz klar dabei hilft, die Schlafqualität zu verbessern, ja? Die Infektanfälligkeit zu reduzieren, Allergien, Neurodermitis etc. zu reduzieren. Ganz, ganz spannend, auch hier sehen wir das Überleben von Zellen, Zellsystemen, die in der Nähe von TerraPro starker elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt wurden und unabhängig von TerraPro ausgesetzt wurden. Und wir sehen ganz klar, die Gruppe, die auf TerraPro lag oder allein schon in der Umgebung sich befunden hat, das ist ja auch immer wieder eine Frage ist, wie groß ist der Wirkungsradius von TerraPro, darauf werden wir noch eingehen, befunden hat. Also so viel nochmal zur Studienbasis und was ganz, ganz wichtig ist, die Kreatinkinase-Werte von Sportlern, die auf TerraPro liegen. Um da noch gleich einzusteigen, Bernd, kannst du vielleicht zu dieser Studie bei der Universität Salzburg nochmal erläutern, was ist da mit den Sportlern passiert, als sie geerdet wurden, um danach später auf TerraPro einzugehen? Ja gut, es ist ja nicht nur eine Erdung. Sonst haben wir ja wieder das Problem, Erdung ist ja noch keine Verbindung zu den Schwingungsfeldern der Natur. Es ist einfach mal ein Wegnehmen der Elektrizität. Und unser zweites Feature, der Magnetfeldausgleich, der ist ja eigentlich im Prinzip, und das ist einzigartig, ja, und das habe ich auch in vielen Vergleichsgutachten mit Mitbewerbern nachgewiesen. Dieser Magnetfeldausgleich, das bedeutet, ein Routengeher findet einfach im Radius von 50 cm oder im Abstand von 50 cm keine Störzonen mehr. Die werden harmonisiert. Leute, die Bovis-Einheiten messen, sehen, dass eine todbringende Zone, wie sie oft bezeichnet worden sind, von Routengehern plötzlich die Bovis-Einheiten in den feinstofflichen Bereich rein. Ungefähr wie viel Bovis-Einheiten hat man auf der Therapie? Die höchsten Bovis-Messungen, die wir hatten, zum Beispiel mit dem Mikrowellenwasser, was ein paar Sekunden auf der Therapie gestanden ist, also im Glas, zwischen 45.000 und 49.000. Wahnsinn. Um den Zuschauern nochmal Schritt für Schritt zu erläutern, was Bovis-Einheiten sind, das ist nämlich auch eine wissenschaftliche Maßeinheit, werde ich nochmal Moritz befragen. François Bovis war ein französischer Forscher. Was hat er herausgefunden, als er die Bovis-Einheiten definiert hat? Ja, die Bovis-Einheiten sind im Endeffekt eine Anzahl für Lebendigkeit. Eine Hefezelle hat genau eine Bovis-Einheit. Und so kann man sich das dann natürlich hochrechnen, wie lebendig etwas ist, wie Leben bringen etwas ist. Fantastisch, genau. Und dieser Maßstab, der wurde auf der TerraPro berechnet und da geht es, ich weiß nicht, bis in die eine Energiepyramide hat bis zu 1 Million Bovis-Einheiten. In den Pyramiden von Gizeh sind es mehrere Millionen. Das heißt, mit der TerraPro kann man schon sein Energielevel messbar steigern. Ja. Wir haben es hier in dieser Studie erlebt. Kannst du ja nochmal kurz darauf zurückkommen, weil die ist sehr ausschlaggebend ist für Leute, die sehr viel Sport betreiben oder Leute, die einfach ein anspruchsvolles Leben haben. Ich habe natürlich ein bisschen ein Problem. Bei so einer Studie hast du immer im Hintergrund die Pharma-Mafia. Ne? Also haben wir das ganz clever gemacht. Die Kreatinkinase sagt etwas aus über den Entzündungswert der Muskulatur. Genau.
Herzmuskel ist natürlich auch, weil wir hatten immer gesehen, gerade bei Herzinsuffizienz und solchen Problemen, dass es da relativ schnell zu einer Verbesserung kommt. Nur mach eine Studie über irgendeine Herzerkrankung, wie gesagt, dann hast du schon wieder die ganze Mafia gegen dich und wirst halt beäugt in der Uni. Und dann habe ich das, weil ich halt mit Sportlern zusammengearbeitet habe, wie den, also von 2009 beginnend, wie Skispringer Thomas Morgenstern, Schlierenzauer, sind alles Weltmeister, Olympiasieger geworden, die nordischen Kombinierer der Österreicher habe ich betreut. Und dann haben wir halt, haben die Jungs relativ schnell gesagt, gestern habe ich so trainiert, also reines Krafttraining. Ja, früher hätten die Arschbacken gebrannt, weil sind Tiroler Burschen. Ja. Früher hätten die Arschbacken gebrannt und jetzt überhaupt kein Muskel gerade mehr. Und dann haben wir da eine Studie gemacht und die hat halt gezeigt, dass diese Kreatinkinase, die nach dem Trainingseffekt ansteigt, bei der Placebo-Gruppe, also die nicht, die auf dem unwirksamen System waren, ja, genau 9 Tage gedauert hat, bis der Ausgangswert wieder erreicht war, und bei der Währunggruppe genau 2 Tage, bis der Ausgangswert wieder erreicht war. Du kennst das auf dem FF. Wir beide haben die TheraPro seit geraumer Zeit. Du nutzt sie, du bist sehr großer Fan. Wie würdest du jetzt, sag ich mal, das beschreiben, was du da erlebst? Du trainierst oft sehr hart. Du trainierst manchmal 2-mal am Tag und mehreren Tage hintereinander. Und am nächsten Morgen, okay, du machst auch Kältetraining etc. Aber bist dann deutlich mehr erholt durch die TheraPro. Was würdest du sagen, sind noch die Effekte? Wir haben vorher Studien gesagt wegen Schlafqualität, Melatonin. Du hast Spaß von einem Kraftort, den du zu Hause hast. Wie würdest du das zusammenfassen? Ja, also erstmal ganz wichtig, TheraPro, weil bei mir die erste Gesundheitsmaßnahme, die ich mir geleistet habe. Es war tatsächlich der Initialzünder für die ganze Sache. Ich muss im Nachhinein sagen, es war auch wirklich eine gute Sache, weil allein diese Grundentgiftung, die man damit hat, Gifte, die gelöst werden, von denen ich sonst nie gedacht hätte, dass man das überhaupt noch, dass es noch im Körper drin ist, ist wirklich erstaunlich, dass man da nach kurzer Zeit solchen wirklich dunkel schwarzen bis braunen Urin ausscheidet und auch erstmal wirklich die ersten paar Tage es wirklich merkt, dass da was im Gang ist im Körper, ist wirklich enorm. Und da natürlich auch bei der Muskelregeneration. Dann muss ich kurz einhaken, weil das muss erläutert werden. Wieso entgiftet TheraPro so stark? Das werden wir euch jetzt genau erklären. Ganz genau aufgepasst. Wir haben eine Zelle. Diese Zelle hat eine Zellmembran und diese Membran hat eine Spannung, ein elektrisches Potenzial. Und das wird durch die Strahlung, nicht nur durch 5G, sondern alle anderen Strahlungsquellen in unserer Umgebung gestört. Das heißt, die Zelle ist quasi die ganze Zeit unter permanentem Stress, kann nicht richtig entgiften. Was passiert dann intra- und extrazellulär, wenn man auf TheraPro liegt? Ja, ganz genau. Diese Zellspannung, hier übrigens ein Erfahrungsbericht, später wird auch darauf eingegangen. Die Zellspannung ist so, dass es kann nichts mehr rein und nichts mehr raus. Die Zelle kann praktisch nicht mehr wirtschaften. Das ist wie ein Land, was auf einmal isoliert wird. Ich kann nicht mehr exportieren, aber auch nicht importieren. Das geht auf Dauer kaputt. Und so ist es auch mit der Zelle. Ich kann Stoffe, die raus sollen, nicht mehr rausbringen, weil die Zellspannung nicht mehr richtig ist. Und ich kann Sachen, die rein sollen, gar nicht mehr reinbringen. Beispielsweise hier in dem Beispiel beschrieben, Calcium. Schon ein Problem. Dann gehen wir jetzt gleich mal auf das Beispiel ein, das lieben wir. Wir haben den wissenschaftlichen Fundus, wir haben den Hintergrund und jetzt gucken wir mal, wie das in der Realität sich widerspiegelt. Genau, das ist jetzt hier Kind mit Autismus. Wir haben hier ein paar Erfahrungsberichte von Bernd mitgebracht, Mails, die er beschrieben bekommen hat. Und da beschreibt ein Vater, der einen autistischen Jungen hatte, der dann schon 6 Wochen auf TheraPro gelegen hat. Also er schreibt hier, seit circa 2 Wochen nimmt Max Zeolit ein. Bei der TheraPro ist immer ganz wichtig, sobald man die bekommt, haben wir eben drüber gesprochen, dass man erstmal 4 Wochen drauf liegt. Ja, 4 bis 6 Wochen Erstentgiftung macht, weil viele, die zu mir kommen, können ja gar nicht mehr entgiften. Ja. Die haben schon alle möglichen Entgiftungsmaßnahmen hinter sich, können aber auch keine Bioverwertbarkeit mehr und können auch nicht mehr entgiften. Das hängt nicht nur an der Zellmembran, am Zellmembranpotenzial. Ich habe 2004 herausgefunden, ich habe davor das Buch gelesen von Professor Hecht, Mineralienregulation Gesundheit. Da beschreibt er, dass das zellumgebende Gewebe, extrazelluläre Matrix, eine körpereigene Arbeitsfrequenz von 8 bis 12 Hertz hat. Und die Pulsfrequenz, also die Unterbrechung des hochfrequenten Sendesignals, ist beim WLAN 10 Hertz. Und wir wissen, wenn eine körpereigene Frequenz und eine technische Frequenz in etwa dieselbe Größenordnung haben, dann kommt es zur Interferenz und auch zur Datenübertragung, zur Informationsübertragung. Und das WLAN ist das zweite, ich würde fast schon sagen, das massivere Problem.
weil das WLAN tatsächlich im Laufe der Zeit den Menschen ihre Entgiftungsfähigkeit, aber auch ihre Bioverwertbarkeit nimmt. Umgekehrt, wenn man sich dann darauf legt, auf die TheraPro, entstehen folgende Effekte. Du genau, hier. Geblieben bei der Entgiftung? Genau, zusätzlich zu den Basentabletten und er schläft nur noch auf TheraPro. Seine nervösen Ticks sind verschwunden und was rein äußerlich auffällt, ist auch, dass er ganz feste Finger und Fußnägel bekommen hat. Aha. Hier, sie wachsen schnell nach. Zuvor waren sie brüchig, was wahrscheinlich auf Kaliummangel zurückzuführen ist. Da sind wir jetzt eben beim Beispiel, wenn diese Zellspannung nicht richtig vorhanden ist, kann kein Kalium in die Zelle eindringen und dann kann der Körper eben auch nicht seine feste Fingernägel und Fußnägel bauen. Fantastisch. Ja, also hier mal wieder ein bestes Beispiel. Wir haben einen Erfahrungsbericht, der wirklich das widerspiegelt, was Bernd in seiner Forschung, aber auch intellektuell jetzt schon verstanden hat, denn wir sind bioelektrische Wesen. Wollen wir darauf mehr eingehen? Wieso sind wir, sag ich mal, von Strahlung, unsichtbaren Feldern etc. so stark beeinflusst? Wo rührt das her? Du darfst zuerst. Ja, ganz einfach. Ich habe mal so ein schönes Zitat gehört. Wir sehen uns von der Erde getrennt, sind es aber eigentlich gar nicht. Wenn man es rein logisch betrachtet, sind wir eigentlich nur eine Anhaufung von Erde mit Energie beseelt, dass wir uns fortbewegen können. Aber das heißt nicht, dass unser Körper jetzt unbedingt uns gehört. Wir gehören eigentlich immer noch zu dieser Erde dazu. Die jeglicher Stoff, aus dem wir sind, gehört zu dieser Erde. Und wenn wir dementsprechend sind wir auch den Feldern der Erde ausgesetzt und sind dadurch auch beeinflusst. Und wenn wir jetzt denken, naja, ich bin ja ein Mensch, gell, der ja sich sowieso schon so abgekapselt hat, wir sind nicht mehr am Boden, wann läuft man nochmal wirklich auf richtiger Boden? Wir laufen in irgendwelchen Hochhäusern rum. Aber gerade da ist diese Strahlung so hoch und dann ist es eben super, abends mal nach Hause zu kommen und eben wieder in dieses natürliche Feld zu kommen. Gerade am Anfang fällt es einem ganz, ganz besonders auf, wenn man da wieder hinkommt. Mittlerweile für mich ist es schon fast selbstverständlich, aber immer wenn der Bernd dann kommt, ist es wieder so, ah stimmt, du hast ja eigentlich die TheraPro. Es ist wirklich, wirklich, es ist wirklich eine klasse Sache. Das ist wirklich schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden, aber merkt einfach auch, der Schlafplatz ist dann auch wirklich ein Kraftplatz. Es ist wie, man legt sich da hin und ist am nächsten Tag einfach regeneriert. Selbst wenn man Nacht nicht so gut schläft, weil man eben stressig war, weil man eben erst um 1 Uhr oder 2 Uhr oder 3 Uhr ins Bett gegangen ist. Wenn man dann mal trotzdem nicht so gut schläft, ist man am nächsten Tag erholt. Man ist erholt. Man ist erholt. Wir haben das als den Atem... Das alte Produktbild hinten. Ah, das ist kein Problem. Wir haben kein aktuelles Bild von der TheraPro. Wir haben aber ein Sitzkissen, auf dem du sitzt, Bernd. Das kannst du vielleicht auch mal kurz zeigen. Ja, weil das verkaufen wir so nicht mehr. Ach so, gut, aber das hatte ähnliche Effekte erzeugt wie hier. Genau. Das heißt, wenn wir aus der Spannung, hier sieht man es ja wunderbar, wie Moritz gerade erklärt hat, aus der Spannung, die uns durch die Felder und alles im Alltag umgibt, so in eine angespannte Situation haben, dann verkleben unsere Blutkörperchen und bilden sogenannte Geldrollen. Ja. Ganz anders hier, nach 15 Minuten TheraPro ist das alles schon sehr viel gelockert. Und jetzt fühlt mal da rein, wie fühlt sich wohl das an und wie fühlt sich das an? Da möchte ich was dazu sagen. Wer sich fragt, warum junge Menschen teilweise mit 15, 16 einen Hirnschlag kriegen, dem möchte ich sagen, könnte das vielleicht eine Ursache sein, wenn das Blut verklumpt. Ganz sicher ist das der Grund. Noch was. Dadurch, dass die Zelle und, sage ich mal, das ganze Hirngewebe, die Blut-Hirn-Schranke aufgeweicht werden durch die Strahlung, die uns umgibt, kommen viel mehr Toxine ins Gehirn. Das heißt nicht nur, dass heute händeringend nach Hirnchirurgen gesucht wird, die ganzen Kinder operieren, die vermehrt Hirntumore haben. Das denke ich mir nicht aus. Die Statistiken sind da, Leute. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Die Zahl an Hirntumoren sind extrem exponentiell zu, besonders bei jungen Menschen. Und da fragt man sich, wieso? Ja, weil die Mutter schon auf den Fötus befeldet mit ihrem Handy, dann in einem Strahlenkäfig lebt und dann abgetrennt ist von der natürlichen kapazitiven Erdung. Und wie wichtig Erdung ist, das erleben wir auch tagtäglich. Ich möchte noch was zu der Frage von vorhin an Moritz gerichtet sagen. Mir war das eigentlich von Anfang an klar, weil ich komme aus der Physik. Und nur ich merke, im Laufe der Jahre habe ich einfach festgestellt, die Menschen halten sich für rein biochemische Wesen. Wir werden jetzt 200 Jahre von der biochemischen Seite dominiert. Und im letzten Jahrhundert, Anfang des Jahrhunderts, gab es einen Lakowski, der hat super Sätze gebracht. Max Planck ist irgendwann am Boden der Wissenschaftstaste angelangt und hat von Gott und von der Schöpfung gesprochen. Dr. Wolfgang Ludwig hat in seinem Buch Informative Medizin gezeigt, dass wir von unter einem Herz bis in den Trillionen Herzbereich unser Körper Frequenzen abstrahlt. Ein ganz breites Spektrum. Viele Leute reden von der Schumann-Frequenz. Das ist schon mal toll.
Da verstehen Sie Schumann-Frequenz, eine Frequenz, ja, lenkt meine Rhythmen, schirme ich die Menschen ab, bringe sie in den Bunker, verlieren sie binnen kürzester Zeit. Orientierung. Das viel, ja, Orientierung, aber auch das Gefühl für einen Tag, wie lange ist ein Tag, ja, und liegen da völlig daneben. Und klar ist es ein Rieseninteresse der biochemischen Lobby, dass wir uns nur noch als biochemische Wesen anerkennen. Und das ist aber falsch, weil wir strahlen nicht nur in den Raum, sondern der Äther strahlt zurück. Früher stand bei Wikipedia zur kosmischen Hintergrundstrahlung, das wäre eine hochenergetische Teilchenstrahlung, aha, steht aber nicht mehr drin. Ja? Eine hochenergetische Teilchenstrahlung, die ganz wichtig für den Körper ist. Ganz genau, weil sie eine sehr starke Ordnung, man spricht davon, eine Neckentropie auf den Körper überträgt. Genau. Das heißt, eine Ordnung biophysikalisch, informell, strukturell, sodass auch das Leben danach geordnet wird. Aber jetzt nur noch zwei Sätze, um das abzuschließen. Der Biophysiker Siegfried Kionke spricht in seinem Buch Tatort Zelle, dass ein erwachsener Mann 90 Kilo rund 9000 Kilokalorien täglich in Wärmeenergie im Raum abstrahlt. Er nimmt aber maximal durch Getränke und Nahrung 3000 Kilokalorien zu sich. Den Rest soll er eigentlich über die Felder von Erde, Sonne und kosmischer Hintergrundstrahlung bekommen. Und in dem Moment stellen viele dann um, weil sie merken, es geht ihnen im Großstadtbereich, sie kriegen diese Nahrung nicht mehr. Es ist Seelennahrung quasi, es ist energetische Nahrung, die wir alle kennen, wenn wir im Wald spazieren gehen. Wenn wir das machen, was uns begeistert. Oh, schön. Oder wenn wir, was du regelmäßig machst, im Winter in einen See springen. Oh ja, dann ist man vollkommen da. Dann ist man vollkommen da. Dann ist man nur in dem Moment, einem geht's gut und alle Probleme sind auf einmal weg. Ganz schön, ja. Das macht der verrückte Kerl. Er hier auch. Wir würden am besten mal Bilder von euch beiden. Ich bin da ehrlich noch ein bisschen hinterher. Diese beiden Kälte-Junkies, die sind hier kurzärmlich, geht der Skifahren. Der hier geht in die Eistonne morgens um 5. Also völlig verrückte Sachen. Aber ihr seht, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, können wieder richtig arbeiten. Die Informationen werden alle übertragen. Und wir sind geschützt von diesem Stresshoren aus dem Austausch. Der zweite Satz noch. Es ist erwiesen, dass jede einzelne Zelle, die ganzen biochemischen Vorgänge da drin, also 100.000 Vorgänge, biochemische Vorgänge pro Zelle, pro Sekunde, das muss man sich vorstellen, das ist wie ein Großbetrieb, in einer Zelle von außen gelenkt werden, von den natürlichen Feldern von Erde, Sonne und Kosmos. Die sagen quasi... Lass mal den Satz noch sagen, das ist ganz arg wichtig. Ja. Weil in dem Moment, wo ich das im Gespräch mit dem Professor Popp 2003 in Heidelberg verstanden habe, wo er mir bestätigt hat, dass jede Zelle eine andere Information benötigt, weil es wie ein Orchester spielen muss. Das habe ich mir selber erarbeitet. Dann habe ich das, wenn man das mal versteht, allein für meinen Körper 60 bis 80 Billionen unterschiedliche individuelle Informationspakete. Wer das versteht, der kommt irgendwann an der Schöpfung nicht mehr vorbei. Zitate Max Planck. Sag Max Planck, Quantenphysiker, wer sich ein bisschen mit Thema Quantenphysik, also der Wissenschaft, die, sag ich mal, die Grundlage für die physikalische, materielle Welt liefert, in der wir leben, wer sich damit beschäftigt hat, weiß, dass alles aus Schwingung besteht, dass nur 1% echte Materie ist und letztendlich die Quanten, die wir da identifiziert haben, die ganz, ganz, als man die Materie immer kleiner zerlegt hat, ganz unten zu sehen waren, sind entstanden und vergangen. Das heißt, wir sind viel mehr geistige oder, sag ich mal, energetische Wesen, die auch durch energetische Befelder beeinflusst werden oder so von denen gesteuert werden, als wir bisher geglaubt haben. Aber Max Planck hat es schon vor 100 Jahren wunderbar widerlegt. Du wolltest was sagen? Ja, ganz wichtig, nämlich wir haben jetzt gerade über die biophysikalische Ebene gesprochen, um das nochmal näher zu erläutern. Genau. Die biophysikalische Ebene ist, wie etwas im Körper passiert, wie effizient läuft jetzt dieser Stoffwechselprozess ab. Biochemisch heißt, was braucht mein Körper? Brauche ich Calcium, Eisen, Astaxanthin, was weiß ich. Ich kann noch so viel über die biochemische Ebene einführen, solange die biophysikalische Ebene nicht funktioniert, sprich, dass ich das Astaxanthin verwenden kann, dass Kalium eingebaut wird und so weiter, ist die biochemische Ebene totaler Schwachsinn. Ich kann gar nichts damit verwerten. Kannst du eine Krankheit, die Ursache einer Krankheit auf der biophysikalischen Ebene ergründen? Ja, Stoffwechselstörung. Es ist immer eine Regulationsstörung. Richtig, aber die tatsächliche Ursache? Erzähl's mir. Ich glaube, es war 2004 oder 2005, habe ich in Graz einen Vortrag gehalten, überwiegend für Energiemediziner. Es war aber auch ein schulmedizinischer Professor dabei von der medizinischen Uni. Und der hat mir nach meinem Vortrag, kam er zu mir, der war so Mitte 60, schätze ich mal, sagt der liebe Herr Fuchs, ich habe mein ganzes Leben lang nach der Beantwortung der Frage gesucht, wie Krankheiten entstehen. Sie haben mir die Frage heute beantwortet. Da habe ich gesagt, ja, Sie sind ja Mediziner, Sie sind ja Arzt. Da sagt er, ja, aber wir wissen nichts über die Entstehung von Krankheiten.
Ich war schockiert. Ich denke, das muss man den Leuten auch mal sagen. Das Haus der Gesundheit, ich schreibe gerade eine Parabel. Immer auf der Suche, wie sage ich es meinem Kind? Ja? Also bin ich jetzt gerade bei, eine neue Parabel zu schreiben. Das ist ein Artikel für ein Magazin in der Schweiz. Und da erkläre ich das Haus der Gesundheit. Oberhalb Erdgeschoss bis Dachgeschoss Biophysik. Unterhalb Fundament Biochemie. Entschuldigung, oben Biochemie, unten Biophysik. Und es hat keiner mehr den Schlüssel zum Keller. Irgendwann siehst du die Türe auch nicht mehr, weil sie ist völlig aus deinem Bewusstsein verschwunden. Aber irgendwas sorgt dafür, dass unten das Fundament kaputt geht. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, was machen die Leute? Da oben gibt es zum Beispiel, die Fenster schließen immer richtig, weil das Fundament abkippt. Ja? Dann kommt der Fensterbauer, der Türenbauer, weil die Türen klemmen auch. Das nächste, was passiert, im Bad siehst du plötzlich in deine Fliesen Risse. Jetzt kommt der Fliesenleger, der macht wieder frische Fliesen drauf. Irgendwann gibt es außen an der Fassade gibt's Risse, die werden immer größer, da kommt der Fassadenheini, ja, macht wieder einen frischen Putz drauf und irgendwann reißt oben das Dach, es regnet rein, die Decke über deinem Schlafzimmer ist schon komplett vollgesogen, es hat schon 2 Wochen reingeregnet und irgendwann tropft das Ganze in dein Bett, jetzt musst du auch noch ein Dachheini holen, ja, und es wird immer teurer und es ist dein Geld, was du ausgibst und es ist total nutzlos. Weil wo kommt die wahre Ursache her? Schön. Ich übersetze es mal für einige Zuschauer, die diese Parabel wahrscheinlich schon verstanden haben. Wir können sämtliche Symptome heute, seien es deine Kopfschmerzen, seien es aber auch dein Haarausfall, weil der Hormonhaushalt nicht mehr richtig ist, sei es der Hormonhaushalt, sei es die schlechte Laune, sei es aber auch Krankheiten wie Krebs, Rheumatoid Arthritis oder Herz-Kreislauf-Erkrankung. Oder schlicht der Energiemangel, was heutzutage auch extrem verbreitet ist. Genau. Alles kann seine Ursache in der Störung dieser Felder haben. Sogar, ehrlich gesagt, hat seine Störung da. Und dadurch kann, wenn man eine Therapro anwendet, das präventiv verhindert werden. Oder die Selbstregulierung des Körpers, keine Heilversprechen, die Selbstregulierung des Körpers wird so aktiviert, dass sowas in Remission gehen kann. Ganz vorsichtig formuliert. Also ihr seht, was ein unglaubliches Potenzial in Therapro liegt. Jetzt haben wir die Biochemie erklärt. Die Biophysik ist ganz einfach zu erklären. Die Biophysik, da ist, du hast vorhin von Schwingungen gesprochen, aber Schwingungen sind immer nur Transporteur von einer Information tragend von Ort A nach Punkt B zu bringen. Autoradio, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Da ist der Sender, da ist dann Autoradio. Aber das sind Schwingungen, aber die sagen noch nichts aus. Was auf den Schwingungen draufgepackt wird, sind Informationen. Beim Radiosender hast du eine fixe Frequenz, du kannst Nachrichten hören, Musik hören, unterschiedliche Musik hören, beim Sonntag die Predigt vom Pfarrer, was auch immer. Das ist die Information, die auf der Schwingung reitet. Und das muss man verstehen. Und auf diesen natürlichen Schwingungsfeldern sind die ganzen Informationen draufgepackt, die unseren Körper gesund erhalten. Ganz genau, vitale Informationen. Das bedeutet, um es den Menschen näher zu bringen, ihr habt in eurem Smartphone Android oder iOS oder was auch immer, also Windows, das ist das Betriebssystem. Und das ist das, was in unserem Körper die Natur liefert, das Betriebssystem. Wir sind in erster Linie Informationswesen. Wir sind Informationswesen und das Betriebssystem, das in unserem Körper alles seinen ordnungsgemäßen Gang geht, dieses Betriebssystem liefert uns das Perfektionsfeld der Schöpfung. Ganz genau. Du machst eigentlich nichts. Die Therapro ist kein an sich therapeutisches Instrument. Es ist nur eine Rückverbindung. Und wie der Moritz gesagt hat, setze ich mich Mobilfunkfeldern aus, dann schwäche ich mein Zellmembranpotenzial. Es ist also Energiemangel. Dann der zweite Punkt, es ist ein Mangel an Information beziehungsweise ein Überschuss an Desinformation durch die Technik. Mhm. Die Zelle kann sich lang schützen, nur irgendwann vergisst die DNA ihre eigentliche göttliche Bestimmung. Ja? Mhm. Verstehst du? Und dann ist es der Beginn von Autoimmun und Krebs. Wir haben 500, ich scheiß mir jetzt nicht mehr an, ich habe 2003 dermaßen massive Bedrohung gehabt bis an die Haustüre, weil wir Krebsforschung gemacht haben und wir haben 500 Krebsfälle untersucht damals. Und damals war die Zeit mit dem Mobilfunk jetzt noch nicht so extrem. Und wir haben 500 Fälle untersucht, ob der Schlafplatz, weil unsere Vorfahren haben ja noch einen Rudengeher geholt, ob die erkrankte Person oder der erkrankte Mensch, wenn man bei dem den Schlafplatz ausmisst und die Hauptstörzone im Schlafbereich, also Bänkergitter, Hartmanngitter, Currygitter, nicht kein Wasser oder sowas,
ob die Hauptstörzone auch mit dem Körperbereich, in dem der Mensch erkrankt ist, übereinstimmt. Mhm. So, da sind wir ganz klar, bei 500 Fällen können wir 500 Mal sagen, es müsste im Kopfbereich, im Brustbereich sein, entweder ach, Brust, was? Lungenkrebs, Bauchbereich, Unterleibsbereich. Konnten wir immer verifizieren. Erstklassige Rutengeherin dabei und es hat immer gestimmt. Da war für mich einfach diese These bestätigt, Krebs entsteht in erster Linie, und das ist doch auch logisch, unser DNA ist wie eine Antenne. Ja. Ja, und wenn ich da permanent Fehlinformationen drauf gebe, irgendwann macht ihr die Grätsche und es ist der Beginn von Autoimmun und Krebs. Krankheit ist für mich als Informatiker, ist für mich Krankheit eine reine Fehlinformation, genau wie bei meinem Computer. Wenn ich da das schadhafte Virenprogramme auf mein Betriebssystem drauf kriege, macht es irgendwann die Grätsche, blauer Bildschirm. Was mache ich? Ja, am Computer ist mir das klar, dass ich ein Antivirenprogramm brauche, ja, aber nicht bei unserem Körper. Nee, das ist nicht klar. Und genau dieses Antivirenprogramm ist unsere Terra Pro. Aber erzähl doch jetzt gerade nochmal zu der DNA. Du hast vorhin von einem wunderbaren Erfahrungsbericht gesprochen, gerade zum Thema DNA. Da können wir auch nochmal drüber reden, wie das eben durch Terra Pro auch wieder regeneriert wird. Also, oder weißt du was, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Ich glaube, ihr, viele von euch, habt jetzt das Grundprinzip Terra Pro verstanden. In der nächsten Sendung werden wir darauf eingehen, wie ihr euch vor Mobilfunk, vor WLAN und allen schädlichen Strahlungen schützen und gleichzeitig eine Rückverbindung an die Natur herstellen könnt. Und ihr werdet Erfahrungsberichte von Leuten hören, neben dem, was wir sowieso alles erzählen, was die Leute wirklich hautnah erleben, was da innerlich vorgeht, wenn man mal ein paar Nächte auf der Terra Pro schläft, um in dieses Erlebnis zu kommen, in das Gefühl zu kommen und zu sagen, hey, das probiere ich vielleicht mal aus. Du hast jetzt schon Interesse, Dr. Ronald Tukas-Tosant hier drunter, einfach mal reinschauen. Da gibt es tolle Produkte, so natürlich auch wie Terra Pro, andere Systeme, auch für die Ernährung, um die Lebensenergie zu steigern und sich vor Strahlung zu schützen. Da gibt es nämlich auch einige Nahrungsmittel, auf die wir auch gleich noch eingehen werden. Ein ganzheitliches Konzept, das Bernd Fuchs mit uns ausgearbeitet hat, mit seiner Terra Pro. Vielen herzlichen Dank euch schon mal für diese erste Sendung. Der zweite Teil wird wahrscheinlich gleich morgen kommen. Spätestens übermorgen, Leute. Freut euch drauf und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin alles gut. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.